muss man ganz ehrlich sein, seine Broncos, natürlich dort als Fan, jetzt ja rechnet man sich das Ganze aus, was wohl die zweite Powerplay-Formation, der so langsam aufs Feld kommt. So, allerdings nochmal ein Schuss von Derek Stoppati. Kanchi, der nächste Versuch, leider übers Gehäuse. Und dann noch Derek Stoppati, und es ist der Punktstreich! Jetzt die nächste Möglichkeit für die Broncos, der ja gleich beim Bulli schon zuschlagen. Und der nächste Schuss! Und das nächste Tor! Das sind noch in 15 Spiele, aber das sind noch in 15 Partien, wurden 8 der 15 Partien, ist das richtig formuliert? 8 der höchste Aufmerksamkeit! Immer noch Teil am selben Offensivdrittel. Schöner Pass, die Verlängerung! Und der Puck! Meint das öfter am Brauchen. Wieder Teil am See. Und wieder die Scheibe noch. Wo ja der Eishockeyspieler Alan Johnson sein Leben verloren hat. Unter ja, wirklich tragischen Umständen. Höchst bitter. Wer da jetzt wieder eventuell die Chance kriegen, mit dem Paul Eisende, der die Scheibe weitergibt. Jetzt die Möglichkeit, ah, Schulterpass bis Zungenau! Oh. Allerdings bis Zungenau. Somit ein neuer Versuch. Der gelingt auch jetzt mit David Conchi, das probiert und dann eine Scheibe hat. Und ein Treffer in die Maschen setzt. Aber auch diesmal der Max Zimmermann. Mit einem dominant, aber man muss auch natürlich auch sagen, kann man auch nicht erwarten, dass 14 oder so 16 Minuten spielt. Drittel noch keine große Rolle, aber dann vor allem hinten aus dem dritten Drittel gefährlich, jetzt wieder die Scheibe noch vor und da. Immer noch die Scheibe im Drittel rein, ah leider, und dann Rittnerburm, der ist schon so langsam mit 3 Punkten planen können. So, ist die Scheibe wieder! Schön gemacht von seiner Giacomo, der an der Seite. Pass über die ganze Ball! Und jetzt ist der Punkt! Keine Strafen kassieren. So lang als möglich. Im 5 gegen 5 spielen. Und im besten Fall natürlich die Verteidigung. So, ein nochmal die Broncos mit dem Versuch. Jetzt aber gefährlich die Chance für die Zeller Eisbären. Gut gemacht von der sein wieder. Es gibt das Ganze für Stockschlag. Der nächste Versuch! Sehr anstrengende 2 Minuten Tag für die Broncos. Und das ist der Scheibe mit noch ein paar Eisende. Mist runterzahlen! Der Treffer. Aber jetzt eben zumindest den Spielstand wieder zu verkürzen. Und ja, der Puck ist dran. Für Darla noch ein Tor nachzulegen. Aber es ist wie erwartet ein Spiel auf Top-Niveau. Es ist im ersten und zweiten Viertel der Liga. Und da wieder starke Chance. Jetzt wieder gute Chance. Der Zelda, schöner Pass auf die linke Seite. Pass geht wieder nach vorne. Wird wieder schön abgelegt. Entwickelt. 5 gegen 3 jetzt zum ersten Mal das Zelt, das aufbauen kann und der Baubeispiel aufbauen kann. Schöner Schuss und das Baubeispiel geht weiter, da wieder schöner Pass und Angriffsversuch über die linke Seite. Und hier vorne. Von
Und auch wieder voll Attack von der Zone. Da jetzt gute Chance. Sie machen aber auch wieder nichts draus. Kein Abseits, guckt weit in der Zone. Und fast schießen. Jetzt gibt es da keine Entschuldigung mehr. Und so ist es. 4, 5. Spielplatz, guckt vom Springkavier. Stark! Sehr gutes Spiel wieder macht eindeutig. Der beste Verteidiger von der Bank, der beste Import-Spieler. Und auch wieder eine Festhalte, damit das Spiel weitergehen kann. Von Icing. Aber da ein toller Spieler zur Stelle ist. Starker Pass. Na, Stürzinger Sicht. Gut gemacht da jetzt.